sie endlich einen ordentlichen Wohnsitz haben. Jetzt, was willst du von mir? Oh, hey, Parkplatz, Donauinsel, bitte los. Täubler, Täubler, mit Ihnen wird das noch ein böses Ende nehmen. Hallo, Prinzessin. Bleiben wir da, gell? Naja, ich weiß nicht. Also, du weißt, das kann ich auch im Schädel oder was? Oh ja, aber ich hab nicht geschaut. Das war ein Fehler, ne? Wieso? Sagen Sie, Herr Täubler, kennen Sie da mehrere Mädchen in der Umgebung oder was? Einige, ja. Wirklich? Ja. Du? Nein, weniger. Ich nicht. Seppi, ich weiß mehrere wie. Wieso? Ja, da bin ich daheim. Was da? Hier. Weißt du, das ist gerade im Hef, mein Justizzentrum, ne? Na, da weiß ich alles, da weiß ich. Sabam, Savosa, Ruderbote, seine Ente. Ja, aber was die eigene Zukunft bringt, gell, da tappt man ein bisschen ins Dunkeln, ha? Na, ich weiß, was meine Zukunft bringt. Oder, gell, was denn? Ja, ein Schnitzel. Ich hab Hunger. Du auch? Das war ein super Restaurant, da war ich immer mit dem Manager. Was da? Da war ich bei einem Manager, da. Aha, warte mal. Ja, hallo, Joschi, was machst denn du da? Oh, das ist besser hier. Ja, Schnitzel gibt's, Karriere. Da ist zu. Servus. Yes, die gibt's auch noch. Hast du Ausgang oder was? Was heißt denn Ausgang? Ich bin wieder auf der freien Wildbahn. Na, die arme Wildbahn, was? Nee. Hey, Chef. Ja. Das ist der Zuckerbäcker, das Kuchenbäcker. Ist mein, ja, wo ist mein Bewährungshilfe? Begrüße Sie. Ja, was ja, ist ich begrüße Sie auch, ich bin der Chef Esther. Ja, und die Schnitzel an und für sich, die könnt ihr euch jetzt aufzeichnen, ne? Ja, na schade, gell? Das war typisch, hat der Geschäftsführer gefühlt, weißt? Das ist halt so, ne? Weil ich war ja einer von den Initiatoren da von dem ganzen Lokal. Ach so? Ja, ja. Ja, es gibt da einige Firmen gehabt in Kaisermühlen. Ja, erinnert mich nicht, bitte. Ja, ne, aber ein kleines Bär im Kopf hast, ja, was? Ja. Was mit dir geht's Fisch ohne Angel, oder was? Ja, willst du mit Pflanzen? Du weißt doch ganz genau, dass ich keine Fisch leiden kann. Entschuldigen Sie, ja. Ich wohne nämlich jetzt da nicht. Das heißt, ich habe vorübergehend meinen Wohnsitz da aufgeschlagen, so, weil die Schnitzelplatzl ja jetzt leer ist. Nicht? Und der Wieselchill, ne? Der hat doch keinen Pächter. Der Wieselchill ist ein Trottel. Ja. Entschuldige bitte, für die Goldkrum, da finde ich 1000 Pächter, wenn ich will. Ja, genau so ist es. Aber dass man leer ist, 99,9% sind Schuschen und ich bin das eine Zehntelprozent. Und der Wieselchill gibt mir einfach nicht die Pacht. Moment. Zuckerbäcker, da habe ich eine Idee. Moment, Herr Täubler, Sie mit Ihren Vorstrafen, ja, Sie können ja kein Lokal aufmachen. Aha, wer sagt das? Ha? Ja, wer sagt das? Das Gesetz. Das Gesetz ist ein Trottel, bitte, nicht? Und das ist typisch Österreich, da willst du was machen und der Terrorstaat kommt und verhindert's. Und wer ist schuld? Du. Was, entschuldige, wieso ich? Ja, weil du ein Handlanger bist von dem System. Ja, bitte, aber entschuldige, was ich hab... Ja, bitte, schau dir einmal her. Ja, du bist ein Aushängeschild für den Terrorstaat, ja? Ja, genau so ist es. Darum Attacke gegen dieses System, bis gerade stoppt. Genau. Apropos, Moment. Was ist, wenn ich meinen Strom an, nicht? Ja, erstens, bitte sehr, ist das nicht legal, so, ja? Aber das war nicht die Frage. Ja, bitte, und zweitens, müssen Sie erst einen Trottel finden. Ja, ich bin doch nicht deppert. Mach deinen Scheiß allein! Aber beim Stroh warst du der Experte. Ah. Ja, na gut, dann nicht. Jetzt überlegst du ein bisschen, hä? Hä? Du, Schnitzelwirt, in Kapischi, hä? Herr Täubler, Sie haben nicht. Na gut, dann nicht. Ja, wo ist denn? Fahren wir zum Mäcki, hä?